Willkommen zu einem etwas anderen Video als sonst eigentlich gewohnt. Ja, der Spruch musste mal wieder herhalten, weil ich's kann. Ich wollte euch mal ein bisschen informieren, was so in nächster Zeit ansteht, denn ja, ich denke, ich muss ja das Video mal, ich mache einfach ein Video und sage euch, was die Zeit mit mir macht. Besser gesagt, kommen wir darauf, was in nächster Zeit folgen wird. Ich wollte euch nur mal sagen, dass es sein kann, dass ich mein Pseudo-Aufnahme, nicht Aufnahme, Upload-Plan nicht einhalten kann von alle 2 Tagen ein Part. Nämlich, ich habe die nächsten 2 Wochen Abschlussprüfungen, meine Ausbildung. Und da möchte ich wirklich meine ganzen Ressourcen reinstecken. Ich werde jetzt versuchen, möglichst noch Freitag vielleicht auf Vorrat aufzunehmen, denn ich habe noch 2 Dark Messiah Parts, einen Donkey Kong und einen von Batman Arkham City. Vielleicht schaffe ich es am Freitag und übers Wochenende vielleicht noch ein bisschen mehr aufzunehmen. Vielleicht auch in den Prüfungswochen, ich weiß es noch nicht, ich muss halt eben schauen. Aber ich wollte euch einfach nur mal sagen, dass es sein kann, dass vielleicht ein paar Tage mal nichts kommt. Weil, wie gesagt, Prüfungen sind, desilu sich darauf konzentrieren möchte. Denn wenn dann diese 2 Wochen vorbei sind, habe ich dann wieder richtig viel Zeit zum Videos aufnehmen, weil ich da ja dann einen Job suchen will. Und ja, wer will schon den Hässlichen als Job? Also als Job, genau. Den Hässlichen, wer will er den schon einstellen? Na, jedenfalls wollte ich das halt einfach nur mal gesagt haben. Nicht, dass die 3 Leute, die mir zusehen, oder die 4, es tut mir leid, ich tue immer ein paar nicht erwähnen, natürlich euch allen, die die Videos aktiv schauen, für euch ist das vielleicht wichtig, für die anderen weniger, ist ja egal, jedenfalls für die, tut mir leid, ich versuche mein Bestes, dass ihr möglichst genug habt und nicht irgendwie euch diskriminiert fühlen müsst, dann würde ich sagen, Peace, ich bin draußen, wir sehen uns im nächsten Part, auf Wiedersehen.